Du wirst sehen, es werden viele Menschen, viele Hürden da sein, die dich gerade am Anfang beim Starten oder wenn es so richtig losgeht, hemmen wollen. Warum ist das so? Weil der Mensch eben so ist. Ja? Er versucht dich zu bremsen, versucht dir zu sagen, das, was du machst, ist Mist, ist Scheiße, auf Bayerisch gesagt. Aber geh da nicht drauf ein. Lass dich auf keinen Fall entmutigen. Geh deinen Weg konsequent weiter und du wirst sehen, du wirst Erfolg haben. Affiliate Marketing ist so ein breites Business, so breit aufgestellt, dass du nur Erfolg haben kannst. Also lass dich keinesfalls entmutigen. Servus, schön, dass du hier wieder mit dabei bist bei diesem YouTube-Video. Natürlich wollen wir gleich damit beginnen. Du weißt, um was es geht. Ich möchte dir hier 5 Tipps mit an die Hand geben, die ich immer beherzige in meinem Affiliate-Business. Falls du zum ersten Mal hier dabei bist, mein Name ist Joshi Haunsberger und ich bin seit fast 15 Jahren im Affiliate-Marketing und im Online-Marketing tätig. Und in dieser Zeit habe ich natürlich auch viele Fehler gemacht und habe mir hier einige Tipps zusammengeschrieben, die du einfach beherzigen solltest, weil ich sie auch beherzige und weil sie mich weitergebracht haben. Jetzt kannst du sagen, wie weitergebracht, was bist denn du? Ganz einfach, ich bin immer unter den Top 10 Affiliates bei allen großen Wettbewerben, bei Ralf Schmitz, bei Sven Hansen und Tommy Seewald, bei Jens Neubeck und wie sie alle heißen. Ich bin also immer unter den Top 10 und das hat natürlich seine Gründe. Und diese 5 Tipps zum Affiliate Marketing möchte ich dir heute mitgeben. Also 5 Tipps zum Geldverdienen im Internet und zum Affiliate Marketing. Mein Tipp Nummer 1 ist, du sollst dir immer deine Verkäufer ganz genau aussuchen. Schau also immer vorher nach, wenn du ein Produkt bewerben willst, wer sind eigentlich die Verkäufer? Was haben die schon gemacht? Was haben die herausgebracht? Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Marktplatz Digistore nehme, da hast du natürlich sehr viele Möglichkeiten in der Cart Conversion und so weiter nachzuschauen, was sind die Verkäufer, warum? Es gibt natürlich auch in unserer Branche, das will ich gar nicht verhehlen, schwarze Schafe. Und diese schwarzen Schafe gilt es auszusortieren. Das ist sowohl im Bereich der Vendoren als auch im Bereich der Affiliates, muss man ganz klar sagen. Und darum rate ich dir eines, schau dir immer den Verkäufer des Produkts vorher ganz genau an. Schau dir seine Seite an, schau dir vielleicht auch die Kommentare im Netz an. Sind das überwiegend positive oder überwiegend negative Kommentare? Wenn es negative Kommentare sind, kann ich dir nur eins raten, lass die Hände davon, auch wenn die Cart Conversion vielleicht ganz gut ist. Aber wenn es überwiegend negative Kommentare sind, lass die Hände davon. Also Tipp Nummer 1, schau dir die Verkäufer immer ganz genau an. Kommen wir schon zum Tipp Nummer 2. Das ist jetzt ein umstrittener Tipp und viele Kollegen sagen, das muss nicht sein und später muss es auch nicht mehr sein. Aber gerade zu Beginn der Karriere als Internetmarketer, als Affiliate-Marketer, solltest du diesen Tipp beherzigen. Also, ich habe, um ein bisschen auszuholen, ich bin ja auch über 30 Jahre Journalist und in dieser Tätigkeit sage ich immer, und da gibt es ja so einen altbewährten Spruch bei den Journalisten, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Sprich, also der Bericht muss nicht dem Autor schmecken, sondern dem Kunden, dem Leser. Hier sage ich jetzt aber was anderes. Verkauf am Anfang nur das, was du selber machen möchtest. Warum? Du musst dich in deine Produkte hineinversetzen können. Später ist das mal was anderes. Später, wenn du mal gefestigt bist, wenn du gute Einnahmen erzielst, wenn du Pay-Per-Click-Traffic machst, dann kannst du auch Produkte verkaufen, die nicht unbedingt dementsprechend, was du machen möchtest. Also zum Beispiel, du bist ein schlanker, sportlicher Typ, kannst du natürlich Fitnessprodukte verkaufen. Ja? Kannst aber auch Abnehmprodukte verkaufen. Vielleicht sagst du am Anfang, was soll ich mit Abnehmprodukte? Drum lass das am Anfang weg. Nimm am Anfang nur das, verkaufe nur das, was du selbst kaufen würdest. Hat auch mit der Qualität der Produkte zu tun. Ich selbst, das ist ein kleiner Zusatztipp, prüfe jedes Produkt. Ich prüfe jedes Produkt, das ich bewerbe vorher. Und nur Produkte, die es bei mir geschafft haben, durch diese Hürde zu kommen, durch diese Prüfhürde, die werden auch von mir beworben. Also alles, was du, wenn du in meiner Liste bist, bekommst, wurde von mir getestet. Ist von mir als für gut, mindestens für gut, wenn nicht für sehr gut
befunden worden. Drum bewerbe ich's. Also, erster Tipp, such dir die Verkäufer ganz genau aus. Zweiter Tipp, verkauf am Anfang nur das, was du auch selber haben möchtest. Hängt auch damit zusammen, dass du dann natürlich auch Fragen beantworten könntest im Support. Natürlich werden auch Fragen an dich herangetragen. Ich habe zum Beispiel sehr viele meiner Kunden, meinen auch ab und zu, das sind meine Produkte, die ich bewerbe, was ja gar nicht so ist. Aber die fragen mich dann und sagen, ja, da hat jetzt was mit dem Download nicht geklappt, dann muss ich sie natürlich über den Support immer darauf hinweisen, das ist ja gar nicht mein Produkt, wende dich doch an den Vendor. Also das wird auch bei dir sicherlich vorkommen. Tipp Nummer 3, und das ist wohl auch einer meiner Haupttipps an dich, pflege deine Liste. Das ist extrem wichtig. Wenn du dir eine E-Mail-Liste aufbaust, und darum wirst du über kurz oder lang gar nicht drüber wegkommen, dir sowas zu machen. Bau dir eine E-Mail-Liste auf und pflege sie. Pflege deine Liste. Warum ist das so wichtig? Wenn du deine Liste nicht pflegst, wenn du viele Bounces, also sogenannte Empfänger unbekannt hast, wenn dir dein E-Mail-System sagt, hey, das ist eine Bounce, diese Mail gibt's nicht, oder sein Postfach ist voll, da gibt es dann Soft-Bounces und Hard-Bounces. Aber auch dazu werde ich hier natürlich noch ein Video machen über diese ganzen Geschichten E-Mail-Marketing. Wie wichtig ist E-Mail-Marketing? Für mich persönlich ist E-Mail-Marketing extrem wichtig. E-Mail-Marketing sichert mir, ich sage mal, beim Affiliate-Marketing mindestens 85% meiner Einnahmen. E-Mail-Marketing ist extrem wichtig. E-Mail-Marketing ist pures Geld, es ist dein Geld, darum pflege deine Liste. Pflege deine Liste, schick ihnen auch Content, nicht nur Verkaufsmails. Das bringt nichts. Nicht nur Content-Mails bringt auch nichts. Was soll das bringen? Du kannst dein Brand aufbauen, du kannst dir aufbauen, das ist ein seriöser Marketer. Aber nicht nur Content bringt auch nichts. Schick auch auf jeden Fall immer wieder Verkaufsmails. Ich sage ungefähr Content-Mail 1 zu Verkaufsmails 1. 1 zu 1 Verhältnis. Viele sagen Content-Mail zu Verkaufsmail 4 zu 1. Ich sage nein. 1 zu 1 ist genau richtig. Du willst ja was verkaufen mit deinen E-Mails. Content kannst du immer noch über einen Blog bringen. Du kannst die Leute dann auf deinen Blog schicken und hier bringst du puren Content. Aber in der E-Mail-Liste verkaufst du auch. Und darum musst du die genauso pflegen wie eine Kundenkartei. Auch wenn jemand noch nie was bei dir gekauft hat. Irgendwann kauft er zum ersten Mal. Und du siehst, auch hier nehme ich jetzt wieder das Beispiel Digistore, weil ich alles über Digistore mache. Du siehst, oder fast alles, du siehst, wer gekauft hat, beziehungsweise siehst den Wert eines Käufers, das siehst du als Affiliate, siehst du aber auch als Vendor. Und so weißt du immer, was der Käufer wert ist. Also pflege deine Liste, die sind dein Geld. Ich werde auch mal in einem neuen Video, in einem extra Video hier auf dem Kanal drauf eingehen. Wie gesagt, E-Mail-Marketing, aber auch, was ist denn die Liste tatsächlich wert? Ich werde auch Zahlen dann nehmen, Belege dann nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Launch mitmache von Sven und Tommy Hansen, dann bin ich immer unter den Top 3 so mit dabei. Ja? Und also insgesamt natürlich unter den Top 10, aber unter den Top 3 bin ich mit Sicherheit mit dabei. Und was? Ich mache immer mindestens ein vierstelliges Ergebnis bei Sven und Tommy. Also wenn ich weiß, Sven und Tommy bewerben was, schaue ich mir das Produkt an. Im Regelfall, oder bisher hat es noch nie was gegeben, was ich gesagt habe, das ist ein Mistprodukt, das bewerbe ich nicht. Sven Hansen, Tommy Seewald schicken raus und ich weiß, ich nehme mindestens vierstellig ein. Und das kannst du auch. Und dann wirst du sehen, wie wichtig deine Liste ist. Also pflege deine Liste. Also, erster Tipp, suche dir die Verkäufer ganz genau aus. Zweiter Tipp, am Anfang nur das verkaufen, was man auch selber haben möchte. Dritter Tipp, pflege deine Liste. Vierter Tipp, gehe neue Wege. Zum Beispiel in der Lead-Generierung. Was bedeutet jetzt das? Nun, wenn du mich vor, ich sag mal, 5-6 Jahren gefragt hättest, Joshi, was ist denn dein bester Tipp, um Leads zu generieren, hätte ich gesagt, virale Mailer. So ein Trend, der kam aus Amerika nach Deutschland. Was ist ein viraler Mailer? Heute kennt man es gar nicht mehr. Oder nicht mehr so in dem Maße. Also was ist ein viraler Mailer? Ein viraler Mailer bedeutet, jemand hat einen viralen Mailer aufgebaut und hat dort Leser dieses viralen Mailers und du kannst als Vendor oder auch als Affiliate diesen Lesern deine E-Mail schicken. Hat natürlich einen riesengroßen Vorteil, als sich das hier so gebildet hat in Deutschland. Du musstest keine eigene Liste haben oder es genügte dir eine kleine Liste und du könntest deine Liste mit diesen viralen Mailern aufbauen.
Also, du hast an diese Leute deine Produkte geschickt, deine Affiliate-Mails geschickt und die haben gekauft. Oder eben auch nicht gekauft, so wie es jetzt auch ist. Noch besser war es bei diesen viralen Mailern, Goodies zu verteilen, Freebies, wie sie auch heißen. Irgendwas, was es umsonst gibt, dass sich die Leute bei dir in der Liste eintragen. Ganz ehrlich, ich habe gestartet mit Viral URL. Das Ganze war, glaube ich, vor 8 Jahren etwa. Da hat Detlef Reimer dieses System gestartet. Es funktioniert heute auch noch, aber es funktioniert heute nicht mehr so, wie es vor 8 Jahren funktioniert hat. Ja? Ich habe ehrlicherweise, muss ich sagen, es war am Anfang etwas kompliziert und holprig, bis das losging, aber als es dann lief, habe ich mit den ersten 2 E-Mails fast 1000 Euro Umsatz gemacht. Fast 1000 Euro Umsatz mit 2 E-Mails, die ich verschickt habe an Leute, die zugestimmt haben, E-Mails zu erhalten. Und du kannst dann mit Punkten dir dort einen ganz neuen Status aufbauen. Wenn das für euch interessant ist, könnt ihr mir natürlich jederzeit gerne eine E-Mail schicken und auch Fragen stellen. Das geht natürlich auch auf diesem Kanal. Ihr könnt mir Fragen stellen und ich schicke euch dann die Antworten. Also wenn ihr mich zum Beispiel, wenn ihr mir sagt, ey, und wenn viele Leute das sagen, hey, wir wollen eine Sondersendung über virale Mailer, dann machen wir das gerne. Hier in diesem Fall ist es Tipp Nummer 4, geh neue Wege. Was vor 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren gut war, muss heute nicht mehr gut sein. Also sei flexibel, mach was Neues, versuch neuen Traffic zu generieren. Ich habe verschiedene Methoden der Traffic-Generierung und werde auch meine 5 besten Tipps zur Traffic-Generierung hier mit Sicherheit in einem Video bekannt geben. Also gehe neue Wege. Such dir also die Verkäufer ganz genau aus, verkaufe am Anfang, ich sage nochmal am Anfang, nur das, was du auch selber haben möchtest. Pflege deine Liste und Tipp Nummer 4, geh neue Wege, zum Beispiel in der Lead-Generierung. Und schon wären wir beim letzten Tipp für heute, Tipp Nummer 5, lass dich nicht entmutigen. Du wirst sehen, es werden viele Menschen, viele Hürden da sein, die dich gerade am Anfang beim Starten oder wenn es so richtig losgeht, hemmen wollen. Warum ist das so? Weil der Mensch eben so ist. Ja? Er versucht dich zu bremsen, versucht dir zu sagen, das, was du machst, ist Mist, ist Scheiße, auf Bayerisch gesagt. Aber geh da nicht drauf ein. Lass dich auf keinen Fall entmutigen. Geh deinen Weg konsequent weiter und du wirst sehen, du wirst Erfolg haben. Affiliate Marketing ist so ein breites Business, so breit aufgestellt, dass du nur Erfolg haben kannst. Also lass dich keinesfalls entmutigen. Und hier kommt noch ein Zusatztipp, Tipp Nummer 6 sozusagen. Das Thema Neider. Auch über dieses Thema werde ich sicherlich nochmal ein Video machen. Neider werden dir auf deinem Weg begegnen. Und Neider werden Leute sein, die bisher immer gut mit dir ausgekommen sind. Und plötzlich sind sie dir neidisch auf etwas. Warum? Ganz einfach. Du hast Erfolg oder du scheinst irgendwann Erfolg zu haben. Das merken die natürlich und sie haben es nicht. Sie bleiben stehen. Du steigst und sie bleiben zumindest stehen. Ich sage jetzt nicht, sie fallen. Also wirst du diese Neider haben. Und es werden oft Neider sein, von denen du es gar nicht annimmst. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich Freunde gehabt habe, die mir das immer ausreden wollten von Anfang an. Mein ehemaliger Chef war jemand, der immer gesagt hat, mach du nebenbei, was du machen möchtest, hauptsächlich du machst deinen Job gut, als ich noch im Hamsterrad war. Aber es gab auch Freunde, die mittlerweile nicht mehr meine Freunde sind, denn auch dazu möchte ich dir noch einen kleinen Zusatztipp geben. Es gab auch Freunde, die gesagt haben, das bringt dir nie was, das kann doch nichts bringen, lass das sein. Ich habe nicht drauf gehört und ich habe es gut getan, nicht drauf zu hören. Also lass dich von Neidern nicht vom Kurs abbringen. Und jetzt noch eine kleine Mindset-Geschichte hier rein. Du bist der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen du dich umgibst. Hast du sicherlich schon öfter gehört. Und genau so ist es. Du bist genau der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen du dich umgibst. Umgibst du dich mit Neidern, bist du der Durchschnitt, zumindest, sagen wir, es sind von den 5 Personen 2 Neider dabei, bist du zumindest zu 40% der Durchschnitt dieser Neider. Also überlegst dir gut, mit wem du dich umgibst. Ich habe das schon vor Jahren gemacht und ich fahre sehr, sehr gut damit. Ich umgebe mich nur noch mit Leuten, mit denen ich mich gut austauschen kann, die keine Neider sind, die selbst, die dir sagen, das hast du gut gemacht, das ist toll, mach so weiter und so weiter. Und vor allem mit Leuten, mit denen ich mich auch fürs Business austauschen kann. So, das waren meine Tipps. Ich gebe sie dir hier gerne nochmal komprimiert.
Such dir deine Verkäufer ganz genau aus. Das ist Tipp Nummer 1. Am Anfang nur das verkaufen am Anfang, was du auch selber haben möchtest. Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3. Pflege deine Liste. Tipp Nummer 4. Immer neue Wege gehen im Business. Zum Beispiel bei der Lead-Generierung. Tipp Nummer 5. Lass dich keinesfalls entmutigen. Und Zusatztipp. Lass dich nicht von Neidern vom Kurs abbringen, sondern meide sie. So, das war es schon wieder mit dem Video für heute. Schön, dass du mit dabei warst. Ich hoffe natürlich, dass du wieder reinschaust hier auf diesem Kanal. Am besten du abonnierst ihn sogar, damit du keine Folge hier mehr verpasst. Abonnier bitte den Kanal hier unten und ich freue mich dann riesig drauf, wenn du wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, schönen Tag, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mir hat's gefreut, dein Joscha Arnsperger. Servus, mach's gut. I'm gonna go to the bathroom.